Ne Püppi, hallo. Also wir befinden uns beim Gehege unserer Weißrüssel-Nasenbären, die am 4. Juni ihren ersten Wurf zur Welt gebracht hat. Wir haben eine Zwillingsgeburt. Die Geschlechter wissen wir noch nicht zu 100%. Und sie kommen quasi erst jetzt in die Medien, da man sie jetzt besser sieht. Sie sind in einem Alter, wo die Mama nicht mehr den ganzen Tag die Jungen wärmt und beschützt, sondern sie dürfen jetzt ihre ersten kleinen Ausflüge machen. Das heißt, sie dürfen sich einen halben Meter von der Mama entfernen, ohne dass die gleich wieder hinten nachläuft und die Jungen ins Nesterl versteckt. Und darum kann man jetzt die Kleinen besser und auch schon aktiver sehen. Also bei der Geburt sind die Nasenbären ca. 10 cm Nase-Rumpflänge, also ohne Schwanz, der ist dann auch noch einmal ungefähr 2/3 der Gesamtkörperlänge. Sie sind blind und taub,
Mit circa 10 Tagen öffnen sich dann die Augen. Also man kann es in etwa vergleichen mit Katzenwelpen. Die ersten Wochen werden sie natürlich von der Mama sehr behütet und sie liegen auch meistens dann bauchseitig, trinken eigentlich den ganzen Tag sehr viel, was man so sieht. Und wie gesagt, von der Bewegung her passiert erst mit 4 Wochen in etwa, dass sie ein bisschen herumtapseln. In dem Alter, wo sie jetzt sind, wie gesagt, sie wurden am 4. Juni geboren, machen sie schon die ersten Ausflüge. Sie sind trotzdem noch sehr wackelig unterwegs, interessieren sich auch schon am Futter. Sie fressen zwar noch nicht wirklich mit, aber es werden zum Beispiel die Birnen abgeleckt. Also sie nehmen schon andere Sachen an Geschmäckern jetzt einmal auf. Vorrangig ist aber noch immer die Milch von der Mutter. Unsere beiden Weißrüsselnasenbären sind ja noch nicht allzu lange zusammen. Fernando kam im April vorigen Jahres zu uns. Und wie man sieht, die erste Paarungszeit hat funktioniert. Und es sind 2 Jungtiere dabei zur Welt gekommen. Und wir sind sehr glücklich, weil beide Elternteile zum ersten Mal Eltern sind und das ganz souverän meistern.